20 Jahre Praxis der Heilkunst. Seit 20 Jahren, heute auf den Tag genau, 1.2.2004 war es, als ich die Praxis eröffnet habe. Und heute sind es 20 Jahre. Und ich möchte heute zurückblicken. Erstmal willkommen in meinem Studio S, der Kanal für stimmiger Leben. Ich freue mich, dass ich heute hier sitze und das teilen darf. Und ich blicke heute selber zurück und habe mich entschieden, kein großes Fest zu feiern. Zum 10. Praxisjubiläum waren hier ganz viele Menschen versammelt und es haben mich ganz liebe Freunde und Referenten und Referentinnen auch besucht und ich hatte ein großes Fest mit Workshop mit kombiniert. Und heute, 10 Jahre später, bin ich ganz alleine hier und genieße diesen Tag. Ich habe mal freigenommen, ohne Klienten, Patienten, Patientinnen, um den Tag für mich Revue passieren zu lassen, rückzublicken und auch natürlich vorauszublicken. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr von Dankbarkeit gefüllt, durchflutet, diesen wunderbaren Job, der mehr ist wie ein Job, diese wunderbare Arbeit oder meine Berufung leben zu dürfen. Das trifft es vielleicht am besten, diese Worte. Ja, und bei mir steigen da immer wieder die Worte auf Vertrauen. Ich habe ganz viel Vertrauen entgegenbekommen, schon im Voraus von Klienten, Patientinnen, die in mich, in meine Energie, in mein Zuhören, in mein Sein vertraut haben, die sich mir anvertraut haben. Teils mit zutiefst persönlichen, bewegenden Geschichten. Und das erfüllt mich in der Tiefe mit Dankbarkeit. Und ich bin auch dankbar mir und meinem Körper, dass ich permanent dran bin, auch eigene Themen, die das Leben mit sich bringt, die in mir sind, die erlöst werden möchten, Stück für Stück erlöse, verändere, wandle. Und hier auch ein großer Dank an meine Freunde, Kollegen, Partner, die mit mir die Zeit gegangen sind und auch weitergehen. Für euer Dasein, für euer Wandeln, Transformieren, für euer Zuhören. Und ich bin eingebettet in einem ganz großen Gefüge des Nehmens und Gebens. So erlebe ich mich, so erlebe ich das Leben und dafür bin ich auch dankbar. Und der Dank oder ein Dank richtet sich auch an mich selbst. Ich wertschätze mir und erkenne mir an, dass ich den Mut hatte, mich auf die Suche zu machen. Meiner Bestimmung. Und ich war vorher oft in Angestelltenverhältnissen, ich war oft im Dienstleistungsbereich und in dem sozialen Bereich engagiert, habe mich auch oft verausgabt für andere, für Systeme. Und dabei bin ich mir immer selbst treu geblieben. Also das, was ich getan, vertreten habe, die Meinungen und die waren geprüft für mich und meiner inneren Treue danke ich da. Und auch, dass ich dran geblieben habe, da war etwas in mir, das in Resonanz gegangen ist, das gespürt hat, ich bin noch nicht da angekommen beruflich, wo ich sein möchte. Und ich bin zutiefst dankbar, Heilpraktikerin sein zu dürfen.
dieses große Feld der Naturheilkunde, das sich mir eröffnet hat, von dem ich heute noch überrascht und überwältigt bin, wie vielfältige Facetten die Naturheilkunde hat. Und blicke heute natürlich zurück über meinen Weg, den ich gegangen bin, den ich mir damals hätte nicht vorstellen können. Ja, damals habe ich angefangen auch mit hauptsächlich Körpertherapie, Kraniosakraltherapie. Das war eins meiner ersten Ausbildungskurse, die ich auch parallel zur Heilpraktikerschule besucht habe. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und das ist bis heute geblieben. Und ich bin eher der zuzuordnen in der biodynamischen, energetisch sanften Methode der Kraniosakraltherapie. Das ist geblieben über die 20 Jahre, hat sich vertieft und viele Techniken, die ich in späteren Kursen gelernt habe, habe ich vorher schon angewendet, vielleicht unter einem anderen Namen oder intuitiv, und habe dann gemerkt, dass ich da so angebunden bin und dass ich da meinen Inneren vertraue, was sich mir da zeigt und offenbart. Und in den 20 Jahren habe ich manche Methoden wieder abgelegt. Ich habe am Anfang Ohrakupunktur, Irisdiagnose, also die Hinweisdiagnostik habe ich gelernt, praktiziert, auch Vorträge, Ausbildungskurse gehalten. Dann war natürlich auch ein ganz großes Feld Meditation. Ich durfte, ich glaube, über 7 Jahre eine Gruppe begleiten, das mich immer wieder, auch heute noch, mich stärkt, Meditation, auch Yoga, den Yoga-Weg, den ich auch schon seit über 20 Jahren praktiziere und vertiefe und Übende bin und bleibe. Ja, das alles hat sich auch in der Naturheilpraxis natürlich ausgewirkt. Und heute sind meine Felder auflösende Hypnose, mentales Gesundheitstraining, mentale Techniken und natürlich die salutogene Kommunikation, die mich sehr fasziniert. Und ich habe das Gefühl, da mitzuwirken in einem Team, das so ganz jung und dynamisch, auch wenn wir schon nicht mehr so ganz jung sind, etwas in die Welt bringen wollen, eine neue Form des Denkens, in dem ganz viel Gesundheitspotenzial schlummert, und das zu entdecken und zu wecken und bei anderen zu entdecken und wecken und anzuregen, das macht richtig viel Spaß. Ja, und ich bin da auch sehr dankbar, dass mir diese wunderbaren Menschen begegnet sind auf meinem Weg. Allen voran Theo Petzold, danke dir Theo. Und ja, Maria Seiler, Markus Übelhör, Maria, Markus, vielen Dank. Wir haben eine wunderbare Kooperation hier in unserem Zentrum für Salutogenese Süd. Seit 2005 ist es hier in meinem schönen Haus, unser Zentrum. Das freut mich und genau dafür halte ich auch den Raum. Ja. Und meine Praxisarbeit, die Praxis, die Wirkung, die, ja, das schleift sich natürlich immer mehr ein, die salutogene Haltung. Das ist für mich eine Haltung. Und das freut mich sehr. Dadurch hat sich in den 20 Jahren in der Praxis einiges verändert. Ich bin weniger Akteurin als passive Zuhörerin oder Zuhörerin mit allen Sinnen. Das ist auch was Aktives. Nur ich brauche keine Lösungen mehr haben. Das entspannt sehr. Denn die Lösungen bringt mein Gegenüber mit, beziehungsweise in der Co-Kreation, in diesem Miteinandersein, kommen Lösungen. Und das ist ganz, ganz schön. Und da habe ich das Gefühl, dass sich da noch sehr viel ereignen wird in dieser Co-Kreation,
diese Räume, die wir jetzt auch gerade neu entdecken, auch in der Naturheilkunde, in der Medizin, dieses neue Denken ist noch nicht etabliert. Und ich freue mich, dass ich da Teil sein darf. Und so habe ich auch das Gefühl, dass die Praxistätigkeit, so wie ich sie jetzt ausübe, quasi ein Bestandteil bleibt und immer wieder mal auch einen neuen Klienten hinzunehmen, der passend ist, der für mich auch passt und ansonsten mit dem ja, relativ festen Stamm arbeite. Und das andere Feld ist, die Kurse, die salutogene Kommunikation wirklich weiterzugeben, Menschen zu lernen, wie sie selbst mit sich in ihren sozialen Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Politik, in unserem Kulturraum, mit ihrer Spiritualität wieder die für sich gesunde Kommunikation herstellen. Und die möchte ich wecken. Ja, jetzt möchte ich aber noch mal ein bisschen zurückblicken, beim Rückblick bleiben, weil das Thema Vertrauen, das möchte ich noch mal vertiefen. Dieses entgegengebrachte Vertrauen in mich, in meine Arbeit, in meine vielleicht auch Heilkräfte, das weiß ich nicht, ob das eher die Heilkräfte sind meines Gegenübers, die in mir angeregt werden durch das Vertrauen und natürlich auch das Wissen, das ich mir angeeignet habe, das erkenne ich mir auch an, den Weg, den ich gegangen bin, auch den mit wissenschaftlichen Methoden das zu untermauern. Und das Thema Vertrauen hat auch was zu tun mit Ehre. Also ich fühle mich auch geehrt, dass Menschen mit so tiefen Themen sich mir zeigen, mit ihrem Fühlen, mit ihrer Verletzlichkeit, mit ihrem Traurigsein, mit ihrem Schmerz, mit ihrer Ohnmacht, mit ihrer Hilflosigkeit und sich mir anvertrauen. Und die vielen Tränen, die ich schon sehen durfte, ja, das berührt mich. Und manche Geschichten wurden Jahrzehnte nicht erzählt oder über mehrere Generationen nicht erzählt. Und wenn die ausgesprochen werden, in dem Moment des Aussprechens, in dem Moment sich der Schmerz nochmal zeigt, ist auch gleich eine Erlösung drin in ganz vielen Bereichen. Und so berichten viele Menschen, dass sie sich schon nach der ersten Sitzung total erleichtert fühlen, weil sie es endlich ausgesprochen haben, Dinge benannt haben, in Worte gefasst haben, was scheinbar nicht in Worte zu fassen ist. Und dadurch kriegt es einen Ausdruck und dadurch kann es sich auch verwandeln. Das hat auch was mit Annehmen zu tun und Verdrängungen, die auch in Familiensystemen verdrängt wurden, ja, sozusagen ausgesprochen Raum finden. Und das, der Nährboden ist für Aussöhnung. Aussöhnung mit den Ahnen, Ahninnen, mit den letzten Generationen, die mit ihren Handlungen, mit manchen Handlungen von bestimmten Personen, Aussöhnung mit Eltern, mit Geschwistern, mit eigenen Kindern natürlich. Und da hat mir ja die Aufstellungsarbeit sehr geholfen. An dieser Stelle möchte ich auch an Andreas Himmelstoß danken und auch der Andrea Engel. Wir haben damals gemeinsam hier in Passau begonnen. Und ich durfte in vielen Kursen bei euch dabei sein und habe auch ganz, ganz viel gelernt und im Endeffekt auch meine eigene Aufstellungsmethode daraus entwickelt. Ja, da Namaste, vielen Dank. Das Vertrauen, das ich gerade angesprochen habe, das hat einmal diesen Aspekt, dass ich mich geehrt fühle. Und das andere, dass ich mir anerkenne, meine Kraft, diesen Raum zu halten, diese oft grausamen, gruseligen Geschichten, schlimmen Geschichten, diesen Schmerz, wenn dann wieder nach oben ploppt,
wirklich in dem Raum, also den Raum zu halten, im Sinne von alles ist gut und ich erkenne möglichst den Menschen hinter der Geschichte, ich sehe die Menschen hinter der Geschichte, dieses Ringen, das oft auch in Taten steckt, nicht mehr Opfer sein zu wollen, dieses Ausbrechen aus der Opferrolle, das dann vielleicht für anderen Schmerz verursacht, obwohl man das nicht will, weil man keine andere Lösung sieht, wie man sonst seine Bedürfnisse lebt. Und all das, was da in dem Moment hochploppt, diesen Raum zu halten, das erkenne ich mir selber an. Und das hat manchmal wirklich auch was mit Aushalten zu tun. Manchmal, wo ich auch an eigene Grenzen gestoßen bin, wo ich Stoßgebete ausspreche während der Behandlung. Oder klar entwickelt man da auch Techniken, wie man professionell umgehen kann mit diesen Dingen. Manchmal braucht es auch für mich eine Supervision. Und genau. Und das erkenne ich mir an, diesen Raum zu halten, damit Heilung geschehen kann. Ja. Und meine Intention mit meiner Praxis vor 20 Jahren war, wirklich verlässlich zu sein. Da zu sein für Menschen, für eine Gruppe von Menschen, wirklich da zu sein. Also mit der niedergelassenen Praxis erreichbar zu sein. Und das erkenne ich mir an, das habe ich ganz gut gemeistert. Also, ja. Ohne natürlich in der Abhängigkeit zu sein. Ne? Also das war auch immer schon mein Wunsch, dass mich Menschen aufsuchen können, wenn sie mich brauchen für einen Rat oder und auch wieder gehen können und sich ganz frei fühlen und sich zu jemand anders wenden bei einem anderen Thema oder so. Genau. Ja, ich bin ganz dankbar, diese Arbeit, dieses Wirken tun zu dürfen, nach wie vor. Und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre Praxis, Arbeit. Und ich wünsche mir und uns ganz viel Heilung auf einer tiefen Ebene, Befriedung. Dass ich beitragen darf zu meinem eigenen Frieden und zu dem Frieden in anderen Menschen und auch in unserer Kultur und auch global, dass wir wirklich uns erlauben, groß zu denken, das heißt das gesamte Denken, das gesamte, damit meine ich unser Universum, unser Sonnensystem, unsere Erde global. Und darüber hinaus spirituell, dass wir unsere Spiritualität, so wie sie vielleicht angelegt ist und gedacht ist, dass wir diese hier auf die Erde bringen und diese leben. Und das wünsche ich auch den nachfolgenden Generationen, auch meinen Kolleginnen und auch meinen Kollegen-Generationen, dass diese für das Wohle aller dienen. Einer Gesamtheit dienen und nicht einer bestimmten Gruppe. Ja, so trage ich meins bei, bestmöglich. Und danke, dass ich das teilen durfte, dass du das bisher hier angehört hast. Namaste. Alles Liebe.